Nein, 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 nein. Kills machen und ein Teammate von euch die Marke von dem Kill dann einsammelt. Ah, ah. Stopp. Bitch. Gib mir deinen Pfeil und Bogen. Oh, schade. Okay, er haut ab. Er ist gefesselt. Diese Suchabide ist so scheiße. Neuer Tag, neue Games bei Ineva.com. Wenn ihr Bock habt auf ein neues Game, auf PlayStation-Guthaben, auf ein PC-Game, auf irgendetwas, Borderlands 3, FIFA 20, Modern Warfare, geht auf Ineva.com, gebt meinen Code Chappy ein für 3% Rabatt auf das Ganze. Ihr unterstützt mich damit und euren Geldbeutel. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich mache ja sehr, sehr oft News-Videos oder irgendwie ganz coole Gameplays und erkläre ich, warum ich was gemacht habe. Aber was ich ganz, ganz selten mache, weil das machen viele Amerikaner, da kann man sich bei Swag das angucken, bei Dismo, bei Mark of J, einer meiner Lieblings-YouTuber im COD-Bereich. Wir gehen einfach mal durch ein, zwei Runden heute und machen einfach mal ein paar Leute kaputt und gönnen uns ein bisschen Spaß, rushen ein bisschen, einfach nur just for fun. Ihr habt zwei Klassen dafür, die ich heute gespielt habe. Ich möchte euch die zeigen, weil dauernd die Frage kommt, mit was hast du gespielt und wie. Ich zeige euch das. Im ersten oder zweiten Gameplay, ihr seht ja, welche Waffe ich habe, habe ich die Switchblade gehabt. Einfach nur just for fun, weil es für mich eine der schlechtesten SMGs ist. Und ich zeigen wollte, dass man auch mit einer Waffe, die nicht so stark ist wie die Spitfire, die VMP, die Saug, die Cordet, die ich jetzt nicht so schlecht finde, oder die Daemon, die überpowered ist, dass man trotzdem gut damit spielen kann. Wir haben Doppelschnellfeuer und Hybridmagazin, mehr braucht ihr nicht. Leichtgewicht, aus dem einfachen Grund, ihr wollt schnell laufen und jetzt kommen einige und sagen, hey, du spielst aber immer Gung-Ho. Wie ihr seht, habe ich es noch nicht, weil ich mich ja aktuell nochmal prestige ein bisschen. Dazu Plünderer Totenstille, wichtigsten Perks im Game, damit ihr nicht aus Muni rauskommt und damit ihr mit Totenstille ein bisschen besseres Gehör für eure Schritte von anderen habt. Dazu Stim Injection und eine Strife und ich glaube, ich nutze sie genau 0 Mal, aber ich habe eben einen Perk-Punkt frei. Und im zweiten Gameplay seht ihr die Saug mit dem Standard Schnellziehen, Schaft und schnelles Magazin, ihr braucht keinen Griff dafür. Die gleichen Perks, auch Stim, auch Strife, mit der wunderschönen, wunderschönen Jenseitstarnung aus Black Ops 2, glaube ich. Black Ops 2? Schreibt mal Hashtag Black Ops 2, wenn es aus dem Game ist und bitte Hashtag dumm, wenn ich dumm bin. Ich glaube aber Black Ops 2. Und wie ihr seht, ich habe hier Aufträge erfüllt. Kontrolle spiele ich nie, den Scheiß nie. Aus dem einfachen Grund, ich will die VMP haben und versuche Kisten zu sammeln. Und ich kann euch was sagen, es ist die Hölle darauf zu spielen. Wenn euch das Video gefällt, lasst am Ende auf jeden Fall ein Like da oder macht es jetzt schon, weil ihr wisst, dass Chappy euch unterhält. Ich bin raus, habt viel Spaß. Ja, haut ab. Er haut einfach ab von mir. So, bisschen spät gejoint, aber immer noch im Rahmen, dass man so spielen kann. Ja. Oh oh. Ah ah. Ah ah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ehre genommen. Ehre gewendet. Ehre gedreht. Und weggeschmissen. Er hat das Spiel verlassen. Hä? Wo ist der hin? Er ist einfach weg anscheinend. Wo ist der Typ hin? Tschusch! Oh. Hä? Ah, danke. So, Scharfschützennest, Leute. Easy peasy. Ihr könnt also auch komplett aggressiv spielen, wenn es sein muss. Lass mich mal gucken, was hier ist. So, erstmal die Drohne nehmen. Zeig mir ein Radar. Er zeigt mir nichts auf dem Radar an. Ah ja, keine Gegner mehr. Ah ja. Ehre auf jeden Fall. Da ist ein John Rage Fanboy noch in der Lobby anscheinend jetzt. Der wird seinen Spaß gleich haben. So, guten Tag. Guten Tag. So, Einsatzteam. Scharfschützennest. Jetzt gehen wir auf den Nuke.
So, wo sind die jetzt? Da war noch einer? Tatsache, da war noch einer. Hab ihn. Keine Sorge, meine Freunde, ich hab ihn. Entspannt euch. So, lass mich hier hin. Aus dem Weg, Scooby-Doo. Ah, ah. Kann ich wohl keinen nicht. Ich versuch's einfach. Ah, ah. So, Konterdrohne raus. Der Grund, warum ich eine Konterdrohne statt einer Drohne drin hab, ich hab keinen. So. Bisschen shaky. Oh. Get down. Off the scene. Bin weg. So. 45 vorhin Streaks. Ah, ah. Ah, ah. Oh ja, geh vor. Geh vor mit deinem riesigen Schild. Geh vor mit deinem riesigen Schild. Hey! Hä? Was? Das Team. So. Oh mein Gott, das war zu knapp. Leute, das war zu knapp. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein! Mann, ich dachte, das ist genug Reichweite. Oh. Holy shit, geht mir aus dem Weg. Holy shit, geht mir aus dem Weg. Ihr habt alle kein... Holy shit, geht mir aus dem Weg. Alle keinen Totenschild. Ihr seid so laut. Ich kann euch auf der ganzen Karte hören. Und jemand, der Akustiksensor spielt, der kann das auch. Geh weg. So. Ich glaube, da ist der Spawn gleich. Da war der Spawn. Erledigt. Erledigt. Oh, das war knapp. Okay, da sind die Gegner. Oh, get down, bitch. Jetzt machen wir natürlich Konterdrohne, Drohne zerstört. Wir machen hier den 0815-Move. Und abwarten. Und einfach abwarten. Er nimmt erstmal eine Fanlink-Ladung, das ist auch immer schön. Ich warte noch 3 Sekunden, dann laufe ich wieder, weil das dauert mir hier zu lange. Alles klar, ich warte doch kurz. Danke. Okay, 20 Punkte vor. Ich habe keinen Bock, komplett unnötig jetzt zu sterben. Sehr schön. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst vom Einsatzteam. 7-1. Scheiße. Aber Scharfschützennest ist schon mal oben. Und das Hilfreichste bei Abschuss bestätigt, er hat natürlich Kugelweste, ist, wenn eure Streaks Kills machen und ein Teammate von euch die Marke von dem Kill dann einsammelt. Ehre gewendet, Ehre genommen. Oh. Dann kriegt ihr trotzdem Punkte dafür, das ist ganz cool. Ihr kriegt nämlich die extra Punkte dafür, dass ein Teammate die Sachen eingenommen hat. Was ist denn sein Plan da hinten? Das ist übrigens meine Marke, brauchst du gar nicht erst versuchen. Aber vielen Dank, dass du es trotzdem versucht hast. So, Hundi, komm her. So.
Hol sie dir, Hund. Lauf! Hol sie dir. Der Hund ist absolut scheiße. Und das war er meiner Meinung nach auch schon immer. Oh, Sommer! Yes! So gehört sich das. Tötet sie alle! Einfach alle töten, ganz entspannt. Ich bin kein Fan von dem Hund, Leute. Vor allem nicht von Spezialisten, bei denen ihr davon abhängig seid, dass der Spezialist auch macht, was er soll. Das ist bei den meisten anderen Sachen, die wir haben, halt ein anderes Thema. Ich komme da nicht hoch. Machen wir mal so. Ob das was bringt? Ich glaube es nicht. Versuchen kann man es ja trotzdem. Aber wie gesagt, ich traue mich da jetzt nicht hoch. Das lasse ich auch. Deswegen töten wir einfach den, der hier vor uns steht. Hä? Okay. So, Einsatzteam. Ihr seht, jetzt haben wir die, ich glaube, zweite SMG in diesem Video genommen. Ich muss gucken, was ich euch alles zeige. Da oben ist... Hier unten ist einer. Hier oben ist einer. Du bist jetzt tot. Oh. Nice save. Nice save. Oh, 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 oh. Nein. Ich wusste es. 23-2. Guckt ihn euch an. Scheiße. kann man nichts machen, Leute. Kann man nichts machen. Wenn die Cluster so kommt, euch dann irgendwie direkt trifft. Aber trotzdem, 23-2. Zweimal Full Streaks bekommen. Jetzt laufen wir diese Suchermine mal hinterher. Okay, ich bin schneller als die Suchermine. Ist auch in Ordnung. Laufen. Digga, was ist denn hier los? Überall liegen Leichen und Marken und... Hier ist ja mega das... Hier ist mega das Chaos gerade. 52-12 ist auch schon wieder so eine komplette Runde. Die Gegner haben keine Chance, wissen nicht, was mit ihm passiert. Ich würde gerne meinen Hund nochmal haben. Der hat nämlich gerade einen ganzen Kill gemacht. Komm her! Komm her, Boy! Komm her! Warte ab. Da läuft gleich einer rein. Keine Sorge, Leute. Da läuft gleich einer rein. Oh oh. Guter Hund. Guter Hund. Feiner Hund. Brav hast du es gemacht. Brav hast du es gemacht. Bin sehr stolz auf dich. So, jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Da könnte einer sein. Aber auf dieser Map ist es wieder so ein typischer. Die Leute. Ich wollte wieder zu viel. Ich wollte wieder zu viel. Ich wollte wieder alle Kills haben, die da waren. Ich wollte auch diesen einen Typen haben mit der Titan da. Manchmal lohnt es sich mehr, einfach kurz zurückzuziehen und zu sagen, nein, diesmal nicht. Oh oh. So, jetzt wird's spannend. Oh oh. Oh oh. Und alles tot. Alles tot, alles weg, alles tot. So, 42-3, Leute. Ihr seht, das ist jetzt auch, die Runden sind voreinander direkt nacheinander. Trotzdem zwei verschiedene Lobbys. Geh weg. So, da ist einer, der ist für mich egal. Na, oh oh. Nein, oh, wieder zu viel. Ich müsste einfach nur warten. Aber es ist auch eklig, wenn Leute nur Akustiksensor spielen. Das ist so eklig. Wirklich, Akustiksensor ist in diesem Game für mich das größte Noob-Perk, was es gibt. Mit Abstand. Mit Abstand. Jeder von euch, der Akustiksensor spielt, ist ein Noob. So, jetzt habe ich es wenigstens einmal gesagt. Hier gönnen wir uns noch mal ein bisschen Spaß. Oh, Nomad ist so scheiße. Ich hasse diesen Spezialisten so hart. Ihr könnt das echt nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, die müssen hier spawnen. Eigentlich, wenn es Sinn machen würde. Macht keinen Sinn anscheinend. 49,5, Leute. Das ist eine. Wow. Easy 10er KD. Die
die wir hier gerade fleißig erspielen. Damit kann ich auf jeden Fall leben. So, Spawn ist jetzt hinter uns und vor uns. Das ist natürlich wieder das komplette Chaos. Keiner weiß, wo wer spawnt. Keiner kann das hier irgendwie einsehen oder absehen. Jetzt sehen wir doch die Marke und fertig ist. 55 zu 5. Einfach nur Just for Fun gespielt. Nichts Besonderes gemacht. Ihr seht, Leute, es geht immer. Wieder ein ganz gutes Team. Es ist echt, also aktuell gefällt mir das hier mal.